Yo, 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 einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist MC Bilal. Wenn euch das Video gefällt, dann klickt auf Gefällt mir. Die gut aussehende Vero hat mich gezwungen, diese Ansage für euch zu machen. Aber ich nutze das natürlich aus, um mein Album zu bewerben. Bestellt euch mein Album Alles zu seiner Zeit. Wir sind bei Berlin Music TV, richtig? Yeah, yeah, yeah. Herzlich willkommen hier auf BMTV Urban, heute mit MC Bilal und mit mir Vero, hallöchen. Danke für die Einladung, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, du hast gerade schon gesagt, dass du gerne hier heute sitzt und so, weil du hoffst, dass wir ein schönes Gespräch auf die Beine kriegen. Absolut, ne? Wer möchte nicht mit so einer gut aussehenden Dame hier sitzen und sein Album promoten? Ja, vielen lieben Dank für die Blumen. Du hast schon ein paar Termine heute gehabt. Das sind ja quasi dadurch, dass es dein Debütalbum ist, wahrscheinlich deine ersten Promotermine gewesen, beziehungsweise deine ersten Interviews. Bist du schon so langsam so in die Rolle reingekommen oder denkst du, oh Gott, das ist immer wieder was Neues? Also es ist natürlich immer was Neues. Die Moderatoren sind ja auch immer unterschiedlich, aber es macht mir Spaß. Ich habe mich für diesen Weg entschieden und das ist eine Arbeit, die ich sehr, sehr gerne mache. Mhm. Ja. Jetzt kenne ich ja vielleicht noch also ein paar Leute nicht, die dieses Interview sehen, nur die, die auf deiner Facebook-Seite anzutreffen sind. Und das sind nicht wenig, ja. Mhm. Über 500.000 Follower hast du da zu zählen. Und jetzt hast du hier ein Album stehen. Wie kam es dazu? Du bist ja irgendwie dahin gekommen und das nicht gerade einfach, sondern eigentlich mit viel Arbeit dahinter, oder? Absolut. Ich habe im Auto einfach angefangen zu rappen und ich habe davor schon angefangen zu rappen, aber ich hatte mal mir ein eigenes Format überlegt mit meinem großen Bruder und zwar im Auto einfach Raps veröffentlichen und wir haben uns mittlerweile eine Fanbase von über 500.000 Leuten aufgebaut, haben einen Plattenvertrag unterschrieben und bringen jetzt ein Album raus. Es ist aufregend, es ist schön, es ist super und ich freue mich auf jeden Fall drauf, bald mein erstes eigenes Album in den Händen zu tragen. Bevor wir zu dem Album kommen, müssen wir das noch ein bisschen so abhaken, was davor so war. Ich habe jetzt geschaut, ich glaube vor 11 Monaten, kann das sein, war das das erste Video, was du veröffentlicht hast? Oder ist es länger her, nur irgendwie Facebook hat mir eine blöde Anzeige gemacht? Ich habe bei Facebook das erste Video vor circa 2,5 Jahren veröffentlicht. Mhm. Das Video liegt mittlerweile bei über knapp 4 oder 5 Millionen Aufrufe, 150.000 gefällt mir und ganz, ganz viele Kommentare. Das war mein erstes Facebook-Video und sozusagen der Boom im Internet. Und wann hast du mit Rap angefangen? Seit wann bist du quasi Künstler? Künstler hört sich immer so arrogant an und ich mag es auch selber nicht, wenn man mich als Künstler betitelt. Ich sehe mich als Musiker, der seine Arbeit macht und wann ich damit angefangen habe, das war schon seit der Kindheit mit 9 oder 10. Ich habe sogar Beweisvideos, wie ich damals gerappt habe. Damit du jetzt, wenn du hier sitzt, sagen kannst, ey Leute, wenn ihr wollt, zeige ich euch. Material ist leider viel zu wert, jetzt erstmal. Okay. Mal gucken, welche Redaktion mehr bietet. Okay. Weil das wahrscheinlich für sehr viele Klicks generieren wird. Das glaube ich dir aufs Wort. Was glaubst du, wo der Funke bei dir quasi, dann, sag ich mal, übergesprungen ist, was die Hip-Hop-Musik betrifft? Ich glaube nicht, also, oder war es so, dass du das erste Musikvideo quasi hochgeladen hast im Auto? Wusstest du da schon, dass du eines Tages dieses Album produzieren wirst? Also ich habe immer schon an mich geglaubt. Mhm. Ich wusste immer schon, dass ich was erreichen möchte. Ich habe dafür gekämpft, kämpfe immer noch weiter dafür. Das ist nicht das Ende, sondern meiner Meinung nach erst der Anfang, der Beginn einer hoffentlich großen, erfolgreichen Karriere. Und ich glaube an mich und das ist das Wichtigste. Mhm. Ich habe das Video und die Videos im Netz mit Liebe gemacht und das haben die Leute auch so aufgefasst. Die Leute merken, dass hinter diesen Videos eine authentische, ehrliche Person steckt, die das mit Liebe macht. Weil wenn das nicht mit Liebe wäre, könnte ich die ganze Zeit als Beispiel meine Facebook-Seite, da wir so eine große Reichweite haben, mit anderem Werbung platzieren. Aber meine Seite besteht eigentlich aus 100.000% MC Bilal-Content und das ist das Wichtigste. Also mir ist natürlich die Ehrlichkeit hinter diesen Texten und hinter diesem Werk, vor allem hinter diesem Produkt MC Bilal, sehr, sehr wichtig. Jetzt sprichst du ja über ehrliche Sachen, hast du ja auch gesagt. Du hast ein paar Videos rausgebracht, oder die Promo für dein Album ist folgende. Und zwar muss ich die Worte ganz kurz hier finden. Und zwar Gefühl, Liebe und wahre Texte. So nennst du das, oder so nennt es dein Management zumindest. Da stehe ich zum Beispiel auch dahinter, würde ich auch genauso sagen, als ich mir alles von dir reingezogen habe. Also ich habe das Gefühl, du willst die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich möchte nicht die kleine Welt etwas besser machen. Ich möchte mich nicht als Moralprediger darstellen. Und zwar hat mein Management auch falsch reagiert. Normalerweise mussten die schreiben, dass ich Gangstertexte mache und
Nee, ich natürlich versuche ich, positive Botschaften zu übermitteln, aber ich möchte mich jetzt nicht als Weltverbesserungsmensch darstellen oder als Moralprediger oder als einen Menschen, der mit dem Finger auf andere Menschen zeigt. Ich versuche halt die Themen anzusprechen, wo ich auch zu 1000%ig dahinter stehen kann. Und mittlerweile ist es gelungen. Ich meine, wenn ich in meinen Texten wiedergebe, dass als Beispiel Schule cool ist und von 500.000 Leuten vielleicht 20 Leute sich mehr in der Schule anstrengen, weil die mich vielleicht als kleines oder großes Vorbild sehen, dann ist das für mich ein Ziel, was ich erreicht habe. Und ich finde es cool, wenn Jugendliche zu ihren Eltern gehen oder Eltern mich anschreiben, weil ihre Kinder meine Musik feiern und dadurch sich vielleicht in einigen Hinsichten besser benehmen. Und das ist für mich dann so ein Erfolgserlebnis, was ich auf jeden Fall genieße. Ich frage mich, bist du schon 60 Jahre alt, beziehungsweise hast du schon 12 Beziehungen hinter dir und alles? Nein, von deinen Texten. Du bist sehr weise, finde ich. Also ich habe sehr weise empfunden oder sehr, sehr reflektierend, sagen wir es so. Dann hast du vielleicht die falschen Männer kennengelernt. Bist du vergeben? Ja. Okay, dann klingt das vielleicht beleidigend gegenüber deinem... Alles gut, ich mach Spaß. Nein, aber du bist sehr weise. Vielen Dank. Und das ist halt sehr, sehr erstaunlich, weil ich einfach denke, es sind nicht viele, glaube ich, in deinem Alter, die sagen, oder wenn sie es sind, machen sie es nicht so öffentlich. Verstehst du? Ja, also ich habe kein Problem damit, Liebessongs anzusprechen oder Songs, in denen ich sage, dass Bildung cool ist und so weiter. Also ich weiß nicht, was die anderen haben. Keine Ahnung. Fragst du auch deine Freunde, was die davon halten? Oder sagst du manchmal, ey, ist das jetzt zu kitschig oder so? Sag mal ehrlich. Überhaupt nicht. Ich habe Freunde, die meine Musik feiern. Ich habe Freunde, die auch einige Songs nicht cool finden. Also ich sortiere meine Freunde nicht nach der Musik. Also Musik ist für mich eine ganz andere Sache und Freundschaft und Familie ist für mich eine ganz andere Sache. Aber ich stehe hinter allen Sachen und muss keinen danach fragen, ob das vielleicht zu kitschig oder cool ist. Im Gegenteil, ich mag auch Leute zu provozieren. Wenn mir Leute zum Beispiel schreiben, dass ich als Beispiel zu viele Liebessongs mache, dann mache ich einfach die ganze Zeit Liebessongs, um einfach den Leuten zu übermitteln, dass ich gerne das mache, was ich machen möchte. Und ja. Jetzt, was finden wir denn jetzt für eine Art Musik auf deinem Album? Jetzt habe ich mir einiges angehört und denke mir irgendwie, also so ein richtiger Party-Track, das ist der MC Bilal nicht, ne? So ein richtiger, der nach vorne geht für einen Club. Oder wie findest du das selber? Ich habe versucht, bei meinem ersten Album eine Visitenkarte abzulegen, mich so gut zu zeigen, wie ich auch wirklich bin. Und ja, ich könnte beispielsweise auch Party-Songs machen, aber das hat beim ersten Album nicht gepasst. Ich wollte erstmal den Leuten zeigen, wer ich bin, was ich mag, wohinter ich stehen kann. Und das ist manchmal schwieriger, als man denkt. Ich meine, Party-Songs oder andere Songs könnte ich auch in meinem Album verarbeiten. Aber mir war es wichtig, wie gesagt, persönliche Songs zu machen über die Vergangenheit mit meinen Eltern, über meinem Opa, wie es im Garten war. Ich weiß, es hört sich vielleicht manchmal jetzt langweilig an, wenn ich darüber rede, aber es ist ein vielfältiges Album. Vielfältig oder vielfältig? Vielfältiges Album. Ein vielfältiges Album. Ja, siehst du, ich muss auch ein bisschen Deutsch lernen. Es ist ein vielfältiges Album, das sehr persönlich ist und meiner Meinung nach das beste erste Album, was ich machen konnte, weil wir haben auf meinem ersten Album nicht nur sehr, sehr starke Videoproduzenten, sondern auch sehr, sehr starke Musikproduzenten. Und ich bin froh, dass es mein erstes Album ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass man ein erstes Album so krass hinbekommen kann, auch wenn das gerade so eingebildet klingt. Das ist gerade Selbstbewusstsein und ich bin 100%ig stolz auf dieses Album. Meinst du, es liegt auch ein bisschen daran, dass du dir vorher schon so ein bisschen Namen gemacht hast über deine Facebook-Seite? Inwiefern? Dass vielleicht Leute, Produzenten vielleicht schon mal so eine Idee davon hatten, ja, was du überhaupt so willst, wer du bist und was sie sich auch mit dir vorstellen. Klar, aber ich meine, ein Beatsa und Joker F, Produzenten, die mittlerweile eigentlich jeder aus der Musiklandschaft kennen sollte, außerhalb sogar von Rap, sind nicht auf irgendeine Reichweite angewiesen oder auf das Finanzielle. Ich meine, die haben es überhaupt nicht nötig, wenn meine Musik in deren Augen oder für die schlecht wäre, dann würden die auch mit mir überhaupt keine Musik machen. Also, nee, ich meinte gar nicht schlecht, sondern eher, dass du quasi schon denen vermittelt hast, Leute, mir geht es hier um Gefühle eher, als darum, jetzt unbedingt bekannt zu werden. Genau, und das meine ich ja. Also man hat so ein ungefähres Bild bei den Leuten schon davor abgegeben, weil man schon Videos produziert hat und Inhalte veröffentlicht hat. Man hat ungefähr so ein Bild abgegeben. Man konnte sich schon über die Person Gedanken machen, ohne dass man die Person persönlich kennt.
Und deswegen bin ich auch froh, dass solche Hochkaräten-Produzenten mit mir gearbeitet haben. Auf meinem Album sind Produzenten wie Beatzar, Joker F, Hamudi, The Royals, der mittlerweile auch für Gold-Rapper gearbeitet hat, Goldmusiker. Und das ist dann für mich eine Ehre. Und wenn diese Leute mir sagen, dass die meine Musik feiern, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Bestätigung. Jetzt redest du ja auch über ganz wichtige Dinge auf dem Album. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, dass du Leuten auch ein gutes Gefühl geben willst und so. Und jetzt haben wir den Track Alles zu seiner Zeit. Und da ist was richtig Schönes, was du da gesagt hast, und zwar: Ich verbinde Menschen, sagst du da drin. Und dann kommt der Opa da, ne? Oder ich weiß nicht, wen er darstellen soll, ob es der weise Herr von dem alles. Und er sagt dann: Alles kommt zu seiner Zeit und Gott liebt die Geduldigen. So, wie geduldig warst du in deinen Lebensjahren zuvor? Sehr, sehr geduldig. Also ich hatte davor die Möglichkeit, mich mit vielen beispielsweise Managern oder Produzenten hinzusetzen. Ich habe immer auf den richtigen Moment gewartet und ich denke mal, dass ich ja, den richtigen Zeitpunkt getroffen habe, um dieses Album bald zu releasen. Zeitpunkt spielt für mich immer ein wichtiger Faktor in jeder Hinsicht und bei jeder Tätigkeit. Von daher, ich denke mal, dass ich sehr, sehr geduldig war. Wie war denn die Zeit? Du hast jetzt diese Videos hochgeladen und dann haben sich die ersten bei dir gemeldet, die ersten Plattenfirmen? Ja, also es haben sich unter anderem Investoren gemeldet, Plattenfirmen, unterschiedliche Leute, Pappmäuler haben sich leider auch gemeldet. Was heißt das genau? Leute, die sich als Managers ausgeben und gerne, ne, also rumprahlen. Aber ist ja nicht schlimm, jeder soll das machen, was er machen möchte. Und ja, ich war geduldig, habe mich für die Besten entschieden und die sitzen gerade auch im Raum, die haben mich dafür bezahlt. Ja, ich bin glücklich darüber, über die Entscheidung und bin froh, dass es dazu gekommen ist. Wer war denn dein Ratgeber für dich? Der Ratgeber, Vorbildsperson und Begleiter, Unterstützer, mein Herz ist mein großer Bruder Ahmed. Er ist auch derjenige, der mich, um ehrlich zu sein, immer in die richtige Richtung lenkt und mir diese Geduld gezeigt hat. Also von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt und lerne immer noch. Ja. Wolltest du noch was davor sagen, wo ich dich unterbrochen? Bist du wirklich begeistert oder guckst du immer so? Ich bin. We Wie meinst du das? Ich meine das positiv, Wie weil so wirklich? begeistert, so. Ich interessiere mich wirklich in dem Moment jetzt Echt? komplett für dich, natürlich, weil ich mich jetzt komplett 100% auf dich einlasse Das in freut diesem mich. Gespräch. Ja, das ehrt mich natürlich. Ja? Ja, wirklich. Okay, das ist ja. Du bist auch Also total 100%ige begeistert. Aufmerksamkeit von dir. Natürlich. Ja, ich habe Angst, dass es in die Flirt-Richtung geht. Naja, jeder, wie er es nimmt. Nein, nein. Alles positiv. Sehr schön. Gut, jetzt hast du mich ein bisschen durcheinander gebracht. Wo waren wir Das war stehen ja auch mein geblieben? Ziel. Wo sind wir stehen geblieben? Ich meine, man muss ja auch irgendwie dafür sorgen, dass man Klicks generiert, Ach ne? Ich so. will, dass die Leute dass die in den Kommentaren schreiben, oh, war das jetzt ein Flirtversuch? Was Damit meinst du, wir mehr sollten. Reichweite bekommen und sich endlich meine Albumbox für immer ausverkauft wird. Was glaubst du, Haben wir das für die was rüberreichen? sollen wir denn Danke dir, Bruder. als Titel schreiben hier über das Interview? Weil manche Was sagen du ja. möchtest. Hier. Okay. Genau, erklär doch mal. Wir haben die Box, alles zu seiner Zeitbox. Und möchtest du die auspacken oder möchtest du die separat Das mal würden wir aufnehmen? separat in einem anderen Video machen. Okay. Das heißt, diese Box hast du mitproduziert? Ja, das Hast du ist selber entschieden, was da reinkommt? Oh, da. sozusagen mein erstes Kind. Kannst du bitte ganz vorsichtig damit umgehen? Ja, Danke, danke. Ja, danke. sehr, sehr schön. Ja, Ja, das was ist finden wir meine da drin? erste Albumbox. Du findest darin das Wichtigste erstmal meine CD. Geile Musik, qualitative, gute Musik hoffentlich, auch wenn es, ich will nicht überheblich rüberkommen, aber es ist gute Musik, gut produzierte Musik. Ein T-Shirt mit der besten Qualität. Was ist da? Ich bin gerade am Ablesen. Er weiß selber nicht, was in seiner Box drin ist. Nee, nee, eine Autogrammkarte mit einer handsignierten Unterschrift, also was gibt's Besseres? Überleg mal. Ja, gibt es nichts Besseres. T-Shirt, USB-Stick, wo da noch extra Material ist. 8 Videoblogs, 5 exklusive Autovideos und 2 Bonussongs plus alle Instrumentale. Und ja, geile Box auf jeden Fall. Hast du die vorbestellt? Nein, ne? Na, natürlich nicht. Warum? Natürlich Sonst wäre nicht. ich pleite, wenn ich jetzt von jedem Künstler, den ich Aber hast du interviewe. vor, die vorzubestellen? Sei mal ehrlich. Also ich hab die Musik ja schon zu Hause und ich Ja, sammle aber keine so als Boxen. Unterstützung, meine ich. Ja, aber ich unterstütze dich doch, wenn ich deine Musik höre auch. Aber ich möchte 40 Euro von dir. Ach so, ja, das ist aber jetzt wieder gemein. Aber ich schenke dir eine und du kaufst dir eine. Das ist doch ein fairer Ach Deal. so, also ich kaufe mir eine und dann. Ansonsten sorge ich für einen Flashmob gegen dich. Was
für Flashmob? Ja, ich poste bei mir auf der Facebook-Seite, dass du die gerne vorbestellst. Das würdest du aber nie machen, weil wenn ich deine, wenn ich deine Texte höre, wenn ich deine Texte höre, wie zum Beispiel Teufel, ja, das sagt, ist ja auch der Zwiespalt zwischen Gut und Böse, wo der Teufel immer sagt, du sollst es böse machen, aber am Ende gewinnt dann doch MC Bilal, der dann sagt, nee, du bist das richtige Ton. Genau. Von daher sehe ich mich gezwungen, dir eine zu schenken, und, aber du musst das dafür posten. Auf jeden Fall poste ich das. Ja, klar, gerne. Ja, über was wollen wir jetzt noch reden? Was haben dich die ganzen Interviewer davor noch nicht gefragt? Was haben komplett aus meinem Konzept gebracht. Was haben die mich nicht gefragt? Ich habe keine Ahnung. Woher kommst du eigentlich? Ich weiß, aber du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht. Jetzt musst du. Du bist doch schon vergeben. Ja, also. ich mach nur Spaß, Leute, alles gut. Also, jetzt sag mir doch erstmal, woher kommst du eigentlich? Ich komme aus NRW. Mhm. Ja. Und da bleibst du dein Leben lang oder denkst du jetzt nach Berlin zu ziehen, nee, wenn du hier schon alles aufgebaut hast? Nein. Also ich bin jung und mal sehen, was die Zeit bringt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich werde lebenslänglich dort bleiben. Da lebt meine Familie. Solange meine Eltern dort leben, werde ich hundertprozentig in der Nähe meiner Eltern sein. Mhm. Wenn meine Eltern der Meinung sind, dass die irgendwann mal nach Südkorea oder in die Türkei oder irgendwo hin möchten, dann werde ich natürlich mitziehen. Also, ach echt, ja? So weit bist du. Ich bin von meinen Eltern sehr, sehr abhängig. Nicht finanziell, wirtschaftlich, sondern von der Liebe her, die mir geben und von der Geborgenheit, die ich jeden Tag bekomme. Und deswegen, selbst jetzt bei meinem Interview-Marathon, das hört sich so professionell an, vermisse ich sehr, sehr oft meine Eltern. Von daher, ich bin Muttersöhnchen und ich stehe dazu. Ne? Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich zu meinen Eltern gehe und weine. Nein, ich liebe es, in der Nähe von meinen Eltern zu sein und für meine Eltern da zu sein, weil die auch immer für mich da waren. Und von daher könnte ich mir niemals vorstellen, jetzt irgendwie nach Berlin zu ziehen oder so, weil die Frage bekomme ich täglich gestellt, Bilal, wie wäre es mal mit nach, wenn du nach Berlin ziehst und so weiter. Das Leben wäre einfacher von Workflow her und so. Auf keinen Fall. Außerdem macht meine Mutter das leckerste Essen. Ja, du kannst mal gerne mit deinem Freund zu uns kommen. Du bist herzlich eingeladen. An Ramadan. Okay. Wirklich. Kriegst du einen vollen Tisch und und kommt mit 10 Kilo mehr nach Hause. Ja, und wenn du nicht isst, bist du absoluter Feind von uns. Wir fühlen uns beleidigt. Okay. Rudi und ich, also das ist der Produzent, der auch mit dabei ist. Wir haben uns vorhin gestritten. Er meint, dass seine Mutter besser kochen kann als meine. Oh. Und ich habe vor, wirklich, so ein Battle zu machen, dass seine Mutter mal so Essen macht und meine und dann so die ganze Hip-Hop-Redaktion von Roos bis zu dir, bis, wie heißen die ganzen, wie hieß der, Olli? Olli hieß der, sorry, Olli von rap.de, dass sie dann das Essen bewertet. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass meine Mutter gewinnt, Bruder. Also das perfekte Mutterdinner machen wir dann. Ja, das perfekte arabische, südländische Mutterdinner. Mhm. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass meine Mutter gewinnt. Mhm. Was glaubst du, was nach Release-Date des Albums passiert? Glaubst du, dass du dir vielleicht ein eigenes Auto leisten kannst? Willst du es überhaupt nicht, weil es stand ja überall. Ich kann mir, wenn ich offen reden darf, kann ich mir Gott sei Dank seit meinem Vorschuss einen krassen Wagen leisten. Mhm. Ich bin aber erstmal schön auf dem Boden, Musik machen, sich auf die Musik konzentrieren. Bevor ich mir einen dicken Wagen hole, werde ich auf jeden Fall, ich kann mir keinen Wagen holen, wenn mein Bruder ein Astra fährt. Also, ne, er hat jetzt keinen billigen Astra oder so, aber bevor ich mir einen fetten Wagen hole, müssen wir dafür sorgen, dass mein großer Bruder einen dicken Wagen fährt, aber er ist immer so bodenständig und möchte kein Mercedes oder so, er ist lieber mit der Familie und möchte sich dafür ein neueres Astra-Modell holen. Und ich bin eher so, um ehrlich zu sein, ja, BMW, Mercedes, Audi und so weiter. Aber was ich jetzt offiziell sagen kann, ich stehe vor einem sehr, sehr, sehr starken, großen Werbevertrag, was Autos angeht. Und kann ich das offiziell machen, Henrik Stefan? Ja. Mhm. Und von daher wirst du jetzt, ich glaube, in 2-3 Wochen musst du mal auf meine Facebook-Seite gehen und dann wirst du sehen, was für ein Wagen ich höchstwahrscheinlich fahren werde, wenn ich das offiziell mache. Das heißt, du kriegst einen Sponsoring-Vertrag nur über, also von der Automarke? Und das kriegst du geschenkt und dann machst du öfter mal ein bisschen Instagram-Fotos und noch ein bisschen Taschengeld im Monat? Diese Frage musst du meinem Anwalt stellen. Spaß, alles gut. Nee, ja, so ungefähr. Also ich kenne jetzt nicht das Kleingedruckte. Das klärt alles mein großer Bruder für mich. Also ich übernehme die Rolle eines Rappers und mache meine Musik. Und solche Sachen, das übernimmt mein großer Bruder und mein Management. Also
ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Also definitiv werde ich nicht meinen, auf gut Deutsch, meinen Hintern verkaufen für Werbung. Das hatten wir noch nie nötig. Ich meine, wir kriegen täglich Angebote, um auf Facebook für andere Produkte zu werben, aber wir konzentrieren uns lieber auf die Musik und uns ist unser hundertprozentiger Content wichtig. Aber wenn, ich meine, wenn eine Mietwagenfirma zu uns kommt oder eine Person, die gerne mit uns zusammenarbeiten möchte und unsere Werke feiert und wir auch hinter dieser Firma stehen oder hinter dieser Person, die uns dieses Angebot gemacht hat, dann kann man natürlich darüber reden und nach zwei Terminen kann ich zu 99,9% sagen, dass es hoffentlich und hoffentlich was Großes wird. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wir reden ja jetzt hier über mein Album. Mhm. Ich muss 40 Euro hier verdienen und... Natürlich, ne, ey, so ist es am 27.01. Ist das soweit, am 26. habe ich ein Release-Konzert in Köln, da bist du unter anderem mit deinem Freund herzlich eingeladen, wenn du natürlich Lust drauf hast. Und da werde ich, garantiere ich dir, dass ich Party-Songs für dich spielen werde. Ne, es, ich brauche gar keine Party-Songs, aber du hast gesagt, das Abriss, habe ich gelesen. Deswegen frage ich mich, wie machst du Abriss mit diesen Texten? Was erwartest du, dass ich hier die Leute zum Wein bringe bei meinem Konzert? Naja, also es wäre auch ein schöner Moment, wenn die Leute mit ihren Handys, weißt du, mit den Taschenlampen und leuchtenden Augen. Das Intro, die erste Single, die wir veröffentlicht haben, ist ja auch ein Song, den man, bis man, ja, das nach vorne geht. Mhm. Und sowas kann man zum Beispiel richtig geil live performen. Meinst du, dass das quasi der MC Bilal ist, den du wahrscheinlich die nächsten Jahre verkörpern wirst, musikalisch gesehen? Jeder Mensch verändert sich. Ich kann jetzt nicht sagen, ey, ich werde immer so sein oder immer diese Texte verbreiten. Ich stehe für eine Botschaft, ich stehe zu hundertprozentig dahinter. Aber ein Mensch verändert sich und solange sich ein Mensch verändert, wird sich auch höchstwahrscheinlich meine Musik verändern. Wie hast du jetzt, bist du anders an das Album rangegangen als zu deinen anderen Texten zuvor, wo du im Auto saßt und die aufgenommen hast? Ich gehe bei jedem Text anders um. Also bei mir ist das nicht so, dass ich mir überlege, dass ich um 15 Uhr irgendwie ins Zimmer gehe und Texte schreibe, sondern es kommt einfach, das ist, es kommt immer anders. Also, ne, ich, okay, und wie bist du jetzt da rangegangen? Seit wann hast du angefangen, dieses Album zu produzieren? Wann habe ich damit angefangen? Ich habe... Was viele Leute nicht wissen, ich habe schon vor einem Jahr bei Universal unterschrieben. Ich habe das erst aber vor ein paar Monaten bekannt gemacht, damit mir die Leute nicht, damit die mich nicht nerven und die ganze Zeit ein Album verlangen. Also ich habe sozusagen, es gibt Texte auf meinem Album, die schon 5 Jahre alt sind. Als Beispiel mein bester Song für mich persönlich, der Teufelssong. Das ist ein Song, den ich vor 5 Jahren geschrieben habe. Und der Grund, warum ich ihn nie veröffentlicht habe, war, weil für mich die Zeit noch nicht reif war und deswegen... Unter anderem alles zu seiner Zeit. Also es gibt Texte auf dem Album, Songs, die frisch produziert worden sind und es gibt Texte bzw. Songs auf dem Album, die schon länger produziert worden sind und bei denen aber die Zeit nicht reif war und deswegen auch unter anderem der Titel Alles zu seiner Zeit. Hast du jetzt schon quasi den nächsten Deal, quasi die nächsten Dinge unterschrieben, dass du gesagt hast, okay, 2017 kommt auch schon das zweite Album, ein Mixtape. Was muss mit dir danach passieren? Muss ja am Ball bleiben. Ja, ich bin ein Mensch, der nach dem Fußballprinzip geht. Ich konzentriere mich immer auf die Werke, die aktuell vorhanden sind und mag es nicht, Sachen zu überstürzen. Mittlerweile ist das Album jetzt aktuell und ich will, dass das Album so lange wie möglich lebendig bleibt auf den deutschen Märkten und das ist wichtiger. Wie stehst du zu Features? Ich würde lieben gerne einige, also mehrere Leute featuren. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der einzige Feature-Gast auf dem Album ist AK, weil ich sehr, sehr gut persönlich mit ihm klarkomme und weil ich auch seine Musik feiere und seine Stimme auf jeden Fall. Aber bei meinem ersten Album war es mir wichtig, eine Visitenkarte abzulegen. Und beim zweiten Album werde ich auf jeden Fall offener für Features, höchstwahrscheinlich. In welchem Camp könnten wir dich denn noch so erwarten? Ich weiß nicht, was hast du für ein Gefühl? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Meinst du mit Camp Label? Nee, Camps eher so, wo man dich so findet. Ja klar, mit so, man sieht es doch überall in Social Media, wir hängen mit denen ab und man hängt mit denen ab und so. Ach, mir ist das egal. Also ich achte jetzt nicht darauf, ich könnte auch morgen mit einem Gangster-Rapper ein Foto machen oder mit einem Musiker, der eine ganz andere Musikrichtung macht. Also ich bin offen für jeden Menschen. Ich bin ein offener Mensch und liebe es, mich mit Menschen zu kommunizieren, die ein gutes Herz haben und die offen sind und keine Arroganz in sich besitzen. Von daher, jeder, der korrekt ist, jeder, der offen ist, ich bin offen für jeden. Also ich halte mich für nichts Besseres und freue mich über Menschenkontakt. Ich bin jetzt dennoch ein Mensch, der einen engen Kreis, den kleinen Kreis hat und ich möchte es auch so halten, aber
Das heißt, lange noch nicht, dass ich mich irgendwie einschließe und sage, nee, ich möchte mit diesem Camp nichts zu tun haben. Ich bin offen für jeden. Was, gehst du auf Tour mit dem Album? Wirst du live zu sehen sein, außer am 26., wie du gesagt hast, in Köln bei deinem Release Day? Ich möchte erstmal alle zu meinem Konzert nach Köln locken und dann wird es wahrscheinlich eine Ankündigung geben, wenn es die Ankündigung gibt. Wenn es die Tour gibt, dass es noch Tour gibt. Also wir konzentrieren uns erstmal auf das Album. Mittlerweile sieht es Gott sei Dank sehr, sehr gut aus dafür, dass es mein erstes Album ist und ich vor einem Jahr in einem Getränkemarkt gearbeitet habe. Bin ich glücklich, dass es so dazu gekommen ist. Mal sehen, was die Zeit bringt. Krass. Ja, man merkt, dass viel in dir steckt. Du uns viel sagen willst, natürlich. Ich glaube, da wird auch immer mehr noch kommen. Ja. Willst du jetzt meine Box kaufen? Natürlich, jetzt kaufe ich sie mir. Ihr wisst, Leute, jetzt haben wir es geschärft. Ich werde mir MC Bilans Box kaufen. Ansonsten bin ich gespannt, was von dir noch kommt. Wir können auch noch über voll viel reden. Eigentlich könnten wir deine Texte auch eigentlich auseinandernehmen. Aber ich glaube, du machst das schon sehr gut. Du versuchst es den Leuten sehr gut zu vermitteln. Echt? Also du bist beeindruckt vom Interview? Ja, ich, auf jeden Fall. Ich bin begeistert von den Inhalten. Nee, ansonsten, wirst du immer weiter Autovideos produzieren? Absolut. Ich vergesse meine Wurzeln nicht. Mir ist bei der Musik wichtig, die Message zu transportieren, ob das im Studio ist, ob das im Auto ist oder von der Badewanne her aus. Mir ist das egal. Ich mache das, was ich möchte und vielleicht werde ich demnächst in Zukunft Raps aus dem Privatjet machen oder vom Schiff her aus oder mal hier in diesem Gebäude. Ihr bezahlt sehr viel Miete, wa? Ich weiß es nicht. Ja, ich zahle also nichts. Das Gebäude ist wirklich in einer sehr, sehr noblen Gegend. Ja. Das stimmt, also ja. Bei euch läuft das. Bei uns scheint zu laufen, ja. Geil, super. Oder? So muss sein, oder? Ja. Willst du auch, dass es bei dir eines Tages läuft? Willst du jetzt für immer Rapper sein? Also willst du damit sagen, dass es bei mir nicht läuft? Doch, natürlich, aber es muss ja lange laufen. Erstmal muss ich ja bewähren, ne? Okay, natürlich, wer will das nicht? Willst du, dass es bei dir länger läuft? Ich habe gefragt, ob du als Rapper erfolgreich bleiben willst. Oder kannst du dir vielleicht was anderes noch für dich vorstellen? Ich kann mir immer was anderes vorstellen, natürlich einen anderen Geschäftszweig. Aha. Und was zum Beispiel? Eine Auto-Mietwagen-Firma zum Beispiel. Ne? Natürlich. Sowas könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen für die nächsten Monate, aber das sind natürlich Träume, die man, ne? Gut. Also du hast frischen Wind reingebracht, auf jeden Fall. Ja, mein Konzept ist überhaupt nicht aufgegangen. Wie viele Abonnenten habt ihr denn? Ich weiß, 21, 22, ja, 1000. Nichts, da habe ich umsonst geredet. Oh. Ich mache Spaß mit dir. Du bist echt sehr, sehr sympathisch und vor allem wirklich sehr, sehr gut aussehend. Und du bringst frischen Wind in diese hässliche... Sorry. Alles gut. Yo, mein Name ist MC Bilal, das war, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, ich finde es wirklich schade von euch, dass ihr so wenig Wasser hier reingemacht habt, ansonsten fand ich das Interview sehr, sehr amüsant, bestellt euch mein Album vor, wenn euch meine Musik gefällt, wenn nicht, ist es auch überhaupt nicht schlimm, streamt meine Musik, ladet sie aber bitte nicht illegal runter, weil wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben, Leute, ihr seid die Besten, gebt einen Daumen hoch, wenn euch dieses Interview gefallen hat und abonniert die gut aussehende Vero. So, ich habe nichts dem hinzuzufügen. Genau, alles zu seiner Zeit kommt also bald raus. Kauft das Album, abonniert den Channel, liked das Video, so wie er gerade gesagt hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yeah.